Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Star Wars The Old Republic. Wir sind wieder hier mit unseren imperialen Agenten und wir sind letzte Woche ja eigentlich zum SID übergelaufen. Also so imperiale Agenterik sind wir gar nicht mehr. Agenterik ist ein lustiges Wort. Jedenfalls sind wir wieder hier. Wir wurden zum SID-Mitglied sogar jetzt auch wider Willen, denn wie wir erfahren haben, sind wir konditioniert worden. Woher die Konditionierung kommt, keine Ahnung. Wir können aber auf jeden Fall niemandem davon erzählen, dass wir konditioniert wurden, denn das ist Teil der Konditionierung, was extrem klug ist. Klingt, als hätte es Alexander Freed geschrieben und ist auch so. Alexander Freed ist ja der Autor der Story. Ich bin großer Fan von Alexander Freed. Neuer Roman, Reign of the Empire, The Mask of Fear, wurde jetzt auch erst vor kurzem angekündigt. Aber darüber können wir gleich noch ein bisschen reden. Genau, wir wollen heute nach Taris reisen und bevor wir jetzt hier uns ewig verquatschen, machen wir das auch einfach. Diesmal nichts im Postfach, denn wie gesagt, es läuft ja alles nach Plan, wir können ja niemandem davon erzählen. Wächter 2 ist jetzt Aufseherin, der ehemalige Aufseher ist Geheimdienstminister. Wir sind genau der gleiche Depp geblieben. Das ist die Kurzfassung der Beförderungspyramide. Codename Leggett ruft Basiskommando. Basiskommando, bitte komm. Hier Basiskommando. Zweiter Datenstrom wird durchgestellt. Hier Codename Chance, bereit zur Missionsbesprechung. Ihr seid euch ja bereits auf Nar Shaddaa begegnet. Da brauche ich euch nicht vorzustellen. Willkommen auf Taris, wo eine tausendjährige Zivilisation in toxischen Brei verwandelt wurde. Es könnte schlimmer sein. Ich musste schon zweimal nach Hutta. Ich habe mal eine Woche in der Kanalisation von Coruscant verbracht. Vor langer Zeit war Taris einmal eine Welt der Republik. Ein Sith Lord hat sie bombardiert. Jetzt versuchen wir, sie wieder aufzubauen, und dem Imperium gefällt das nicht. Eure Leute haben Schocktrupps und Verwüstungseinheiten entsandt. Ein einziges Durcheinander. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist ein abtrünniges Element, aber genau damit haben wir es zu tun. Dort unten gibt es nicht nur Sith und Truppen der Republik, sondern auch eine verdorbene Jedi. Ihr müsst sie aufhalten. Ich dachte immer, Jedi wären unfehlbar. Sie sind nicht perfekt, aber sie sollten es besser wissen. Kisa 10, Jedi-Ritter und Heldin von Tasla, rasant im Jedi-Orden aufgestiegen, aber durch und durch verdorben. Die Hälfte ihrer Missionen endete damit, dass jemand ums Leben kam. Außerdem verschwanden unter ihrer Aufsicht Technologie und Artefakte. In ihrem letzten Bericht hieß es, sie sei nach Taris gekommen, weil die Macht sie herbeordert habe. Ich glaube, Kisa 10 richtet sich eine Basis ein. Ihr müsst herausfinden, wie und warum. Und mir solide Beweise bringen. Ihr hört euch an, als würdet ihr das persönlich nehmen. Ich bin einfach nur enttäuscht. Aber ihr habt recht. Warum sollte ich mich aufregen? Chance ist euer Kontaktmann. Er übernimmt ab hier. Jawohl, Sir. Es war nicht einfach, Kisa 10 zu beschatten, aber wir glauben, dass sie in letzter Zeit einen Überfall auf ein vom Imperium kontrolliertes Labor veranlasst hat. Dort sollten unsere Nachforschungen beginnen. Das imperiale Kommando soll euch Zutritt zum Labor verschaffen. Ihr sagtet, Kisa 10 interessiert sich für Technologie. Was genau sucht sie denn? Das möchte ich ja herausfinden. Jetzt geht an die Arbeit. Alle beide. Basiskommando Ende. Ich werde eure Hologespräche überwachen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ihr hört bald von mir. Was jetzt natürlich umso cooler ist, wir können jetzt natürlich auch weiterhin daran arbeiten, keine Republik zu töten. Und dadurch ist unser Tarn-Skill plötzlich umso besser. Die Frage ist nur, geben wir uns jetzt offen als Imperialer zu erkennen, weil wir sind ja offiziell noch Imperial. Weil eigentlich funktioniert es ja gut, weil wir sollen ja die Jedi heimlich umbringen, weil sie ja nicht offiziell gejagt wird. Das heißt, es passt ja auch, dass dann quasi keiner danach guckt. So, wir nehmen heute aber mal Vector Willis mit, denn den haben wir noch gar nicht weiter gelevelt. Ich finde die Waffe hier noch ein bisschen strange, obwohl die geht eigentlich, die sieht nur ein bisschen klobig aus, wenn sie am Gürtel hängt. Ist ja aber auch eigentlich auch egal, es geht ja nur darum, dass sie schießt. Wie sie jetzt so genau aussieht, ist eine andere Frage. So, schon lange nicht mehr auf Taris gewesen. Ach ne, auf Quesh war das, wo man diese Mission hier vorne annehmen muss, sonst kann man das Shuttle nicht benutzen. Ich wollte schon sagen, hier ist zwar auch eine direkt hier oben, aber man kommt auch ohne die anzunehmen. Die gibt es hier gar nicht so. Ich kenne nämlich in letzter Zeit immer nur die primär die republikanische Taris-Seite, weil wir haben jetzt sehr viele republikanische Stories gespielt zuletzt. Hui.
Da geht's lang. Achtung an Deck! Ich verfolge einen Jedi und brauche sofortigen Zugang zum Forschungslabor in diesem Sektor. Sprecht ihr vom Godera-Labor? Verzeiht, ich wusste nicht, dass ihr kommt. Lieutenant Nida, Verbindungsoffizier. Verschwendet nicht meine Zeit. Das Godera-Labor, wo ist es? Nicht weit von der Basis entfernt. Ich werde sie für euch kontaktieren. Euer Partner sollte schon im Labor sein. Er hat vor etwa einer Woche einen Sicherheitstrupp angefordert. Es ist in guten Händen. Ich hatte niemanden erwartet. Es könnte sich um einen Sicherheitsverstoß handeln. Er war vom imperialen Geheimdienst. Seine Papiere waren in Ordnung. Ich kann über die Laborkommunikation nichts empfangen. Aber da ist etwas auf einem Nebenkanal. An Basis. Dr. Loken ist in Sicherheit. Aber die Rakule sind überall. Plage der Stufe Orange. Versuche... Stellt die Verbindung wieder her. Unmöglich. Unser Team muss von den Rakulen überrannt worden sein. Wir werden das ganze Labor niederbrennen müssen. Diese Rakul-Plage, was ist das? Die Rakule sind Mutanten. Opfer einer tarisianischen Seuche, die menschliche Physiologie verändert. Mhm. Die Befehle lauten, ihre Nester zu bombardieren, um die Plage einzudämmen. Wenn ihr das Labor erreichen wollt, um euren Jedi aufzuspüren, trefft ihr auf einen Schwarm. Ich kann nur eine Bombardierung aus der Luft anbieten. Euer Sicherheitsoffizier sagte, Dr. Loken wäre in Sicherheit. Wer ist Dr. Loken? Er ist der Geheimdienstoffizier, den ich erwähnte. Viel mehr weiß ich auch nicht. Wenn ihr ihn braucht, kann ich die Bombe aufhalten, aber dann müsst ihr die Rakgule auf eigene Faust ausschalten. Es könnte sein, dass unser Körper der Rakgul-Seuche widersteht. Aber wir wollen es lieber nicht darauf ankommen lassen. Auch nicht, um einen Jedi zu finden. Okay, Godera-Labor kennen wir ja. Also zumindest den Namen Godera. Das ist der, der in der Jedi-Story einer der Wissenschaftler ist. So ein bisschen der Werner von Braun, der diese ganzen schrecklichen Waffen erfindet, aber dann ein schlechtes Gewissen hat. Weiß ich, hatte Werner von Braun überhaupt ein schlechtes Gewissen? Ich glaube, da hat er gar kein schlechtes Gewissen. Oppenheimer dann vielleicht, aber Oppenheimer ist wieder so, da knallt jeder hin. Ja, jedenfalls bleiben wir bei Star Wars, da kenne ich mich aus. The Rise and Fall of the Galactic Empire, ja, das habe ich schon mal erwähnt, das ist ein cooles Buch. Nein, Reign of the Empire, The Mask of Fear, so. Das wird eine neue Romantrilogie, also The Reign of the Empire wird eine neue, oder Reign ohne The, of the Empire wird eine neue Romantrilogie. Und der zweite Roman von Rebecca Roanhorse geschrieben, der dritte von Fran Wilde und der erste, wie halt gesagt, der dann heißt The Mask of Fear von Alexander Freed himself. Und Hauptfiguren sind Saw Gerrera, Mon Mothma und Bail Organa. Und gerade wenn man Mask of Fear hört, ne, und Oppression is the Mask of Fear, wenn wir an Nemics Manifesto denken, es wird wahrscheinlich einige schöne Lücken schließen, die Endor gelassen hat oder lässt. Und ich bin mega hyped, weil genau das ist ja dieses politischere, gerade mit Bail und Mon, ne? Und dann halt Saw Gerrera wahrscheinlich dann so ein bisschen die Action-Komponente rein, aber halt gleichzeitig auch das Schisma der Allianz, also dass sich die eben verfeinden oder zerstreiten, verfeinden jetzt nicht vielleicht direkt, aber zumindest sind sie zerstritten. Wie wir auch in Rebels ja dann erfahren, warum Saw Gerrera seine eigene Bande sozusagen hat oder seine eigene Crew. Genau, also das ist auf jeden Fall eine richtig coole Prämisse und dann wie gesagt noch Alexander Freed, den Großmeister, der ja auch schon bei der Story hier und dann eben auch bei der Alphabet-Geschwader-Trilogie, wenn wir mal im Kanon bleiben wollen, und bei Catalyst super Arbeit geleistet hat. Also ich glaube, da gibt es nichts, wovor ich Angst haben müsste, dass das nicht gut wird. Und darauf freue ich mich extrem. Das kommt, glaube ich, Anfang nächstes Jahr, Februar 25, glaube ich, war irgendwas drin. Also noch vor Endor Staffel 2 wahrscheinlich. Aber gut, dass man Mon Mothma überlebt, wissen wir ja. Und Endor muss ja nicht die größte Rolle drin spielen, wenn sich's primär um ihr... bis jetzt, stand jetzt, Endor kennen die beiden sich ja noch nicht mal. Das läuft ja alles nur über Luthen. Also entweder spielt die Serie, spielt der Roman kurz davor. Ich weiß gar nicht genau, ob es schon bestätigt ist, wann er spielt. Ich glaube aber, mich recht zu erinnern, es war irgendwas erwähnt von kurz nach der Übernahme der Macht. Und Endor spielt ja doch schon 5 Jahre. Vor Rogue One. Also ist ja dann schon quasi 14 Jahre drin in der imperialen Herrschaft. Das heißt, der Roman spielt definitiv davor. Also da brauchen wir uns gar nicht groß zu philosophieren, weil die beiden anderen Romane sollen dann spätere Zeitpunkte in dieser Epoche abdecken und immer mal wieder Bezug drauf nehmen. Und deswegen, ja. Also The Mask of Fear spielt wahrscheinlich 1 Jahr, wenn überhaupt, nach Episode 3.
und damit viel, viel näher noch an Episode 3 und viel, viel, viel weiter weg von Endor. Da war Endor noch nicht nur ein Thema für die Allianz. Von daher kann man da, glaube ich, auch gut parallel zu Endor erscheinen und pusht das Ganze natürlich nochmal so ein bisschen, weil man natürlich mit Mon Mothma eine gleiche Hauptfigur hat. Extrem cool. Ich freue mich, wie gesagt. Ist das hier ein Labor oder ein Massengrab? Und wenn ich beides will? Ihr könnt eure Waffe senken. Hier sind keine Rakghule. Private Rallam, ruhe er in Frieden. Hat die letzten von ihnen beseitigt, bevor er selbst starb. Ziffer 9, Imperiale Geheimdienst. Ihr müsst Dr. Loken sein. Ja, offizielle Bezeichnung Tüftler 15. Wie gut, euch zu treffen. Wächter 4 hat mich einer Aufräumoperation hier zugeteilt. Ich nehme an, ihr seid aus einem ähnlichen Grund hier? Ich kann keine Details nennen, Befehl des Aufsehers. Natürlich. Aber ich bin sicher, dass wir zusammenarbeiten können. Folgt mir und stolpert nicht über die Leichen. Dieses Labor gehörte einem Mann namens Nazan Godera. Schlichtweg genial. Er erfand einfach alles, vom langlebigen Plastischaum bis zum Todessiegellaser. Doch sein Verhältnis zur Republik ist schwierig. Als wir diesen Sektor eingenommen hatten, war er bereits nicht mehr hier. Ich wollte den Inhalt seines Labors katalogisieren. Und ich war nicht der Erste. Zurück zu Nazan Godera. Was ist mit ihm geschehen? Er ist wieder in republikanischem Gebiet. Doch das Labor war nicht leer. Seht. Ist das die letzte Verteidigung? Gut, halte deine Position und zerstöre die Monitore. Dann finde das Gerät. Sie haben Forschungsdaten gestohlen, Ausrüstung und etwas, das Nazan Godera einen Ultrawellentransmitter nannte. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wozu er dient. Ich schlage vor, wir schließen uns zusammen. Ein Tüftler und eine Ziffer. Gemeinsam auf der Jagd nach einem Jedi-Dieb. Für den imperialen Geheimdienst. Was für Daten haben Sie gestohlen? Und der Ultrawellentransmitter? Überträgt sogenannte Ultrawellen. Ohne die Labordaten kann ich nicht mehr sagen. Das war nicht der erste Überfall auf eine Forschungsanlage. Dieser Planet zieht Genies geradezu an. Und irgendjemand hat überall in den Ruinen Datenbanken ausgeräumt. Nach dem bisherigen Muster sollte das nächste Ziel des Jedi eine verlassene Bio-Forschungsanlage in der Nähe einer Rakghul-Kolonie der Stufe Rot sein. Gemeinsam können wir sie finden. Nichts wird ohne meine Zustimmung geschehen. Verstanden? Ziffer, ich bin Techniker. Was könnte ich schon tun? Ihr solltet den Standort dieser Anlage mittels ihres Signals aus den Sümpfen triangulieren können. Ich setze die Daten zusammen. Ihr fangt den Jedi ab. Seid ihr denn hier sicher? Ohne euren Sicherheitstrupp? Wie fürsorglich von euch. Aber ich komme schon zurecht. Hier ist das Triangulationsgerät. Grüßt die Giftsümpfe von mir. Okay, wir haben unseren Auftrag. Ich glaube, wir müssen nicht rauslatschen. Halt. Wir haben ja hier jetzt was freigeschaltet. Wir müssen aber eh hier hoch. Also von daher können wir auch hier gleich hin. Ja. Ach, es war wieder eine coole Woche. Heute ist schon Donnerstag wieder. Mein Gott, die Woche geht aber auch schnell rum. In letzter Zeit. Heute, wenn ich aufnehme, ist internationaler Katzentag. Der 8. August. Ein cooler Tag, ein wichtiger Tag. Katzen sind geil. Mag Katzen. Genau. Morgen ist Freitag. Ja, so läuft's. Das ist... Ich hab den Verlauf der Woche richtig gelernt. Huh. Hab ich doch was gelernt im Kindergarten. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag. Freitag gibt's nicht. Na? Ah. Hier, Chance an Leggett. Bitte melden, Leggett. Ich weiß, ihr seid beschäftigt, also fasse ich mich kurz. Macht ihr Fortschritte bei der Suche nach Kisa 10? Ich hatte gehofft, ihr würdet auf etwas stoßen. Der SID ist auf Taris nicht besonders präsent und das Militär hat seit ihrer Landung nicht viel von Sat 10 gesehen.
Wir tappen im Dunkeln, aber ich suche weiter. Kontaktiert mich, wenn ihr etwas findet. Wenn ihr so mit einem Überläufer umgeht, möchte ich wissen, wie ihr mit Personal aus der Republik klarkommt. Ihr habt umfangreiche Felderfahrung, das respektiere ich. Und für die Akten. Ich finde es nicht gut, wie Koth die Kommandocodes verwendet. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Also wissen alle Bescheid. Ist auch schon mal gut zu wissen. Aber wer hat uns die eingepflanzt? Ich meine, die müssen ja irgendwo herkommen. Das ist ja im Zweifel eine Schwachstelle, ne? Ich meine, wir wurden als Kind aus dem Reich der Chiss verbannt und an alles können wir uns natürlich auch nicht mehr erinnern. Wurden wir vielleicht sogar von den Chiss hierher verkauft? Durfte an uns das durchgeführt werden? Ihr merkt langsam, eine Backstory nimmt Gestalt an, ne? Natürlich nimmt die Backstory erst Gestalt an mit den Ereignissen, die dann passieren, aber ich wollte auch nicht so viel vorwegnehmen. Aber könnte es, wie gesagt, vielleicht der Punkt sein, dass das Imperium oder dass generell diese Codes darauf hindeuten, dass mit uns noch etwas mehr im Argen liegt als nur. Hier ist doch eigentlich genau richtig, oder? Als nur, dass wir als Kind verbannt wurden und jetzt im Reich der Chiss operieren müssen. Außerhalb des Reichs der Chiss operieren müssen und leben müssen. Und uns versprochen wird, dass wir wieder zurückkehren könnten, wenn wir dies und das tun. Aber wenn es am Ende herauskommt, dass alle Seiten irgendwie an uns nur profitieren wollen und wir nur manipuliert werden von allen Seiten, vielleicht ist es überhaupt dann die Wahl nach kompletter Freiheit die richtige. Wir schauen mal. Ziffer, ich glaube, wir haben es. Ich empfange schwache Signale von einer alten tarisianischen Transportstation. Müsste ich wetten, würde ich sagen, dass die Bioforschungsanlage das nächste Ziel unseres Jedi dort ist. Wo könnte Sazen jetzt sein? Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht einmal, ob sie selbst in die Anlage gehen würde. Jetzt kommt eure Einsatzerfahrung zum Zuge. Ich bin auf eure Entdeckungen gespannt. Schön, wie sich alle mit sich selber beschäftigen und gar nicht uns angreifen. Das appreciate ich, wie man so schön sagt. Wenn man kein Deutsch kann. So, wo müssen wir denn hin? Da unten rein. Ja. Untere Röhre. Röhrig! Röhrig! Oh Gott, es ist wieder dieser ewig lange Tunnel. Den hasse ich ja auf Taris. Das ist jedes Mal der gleiche Scheiß. Wir haben hier noch nicht mal eine Sprintfähigkeit. Guckt euch das doch mal an. Und da hinten nochmal und... Oh Gott. Hier riecht es fremdartig. Nach Wesen. Das ist eine Sackgasse. Das lohnt sich nicht. Gott. Ja, ich hätte ja irgendeine spannende Geschichte erzählen können, aber jetzt ist es nur auch zu spät. Nee, ist schon in Ordnung, der Weg. Der Weg wird kein leichter sein, steinig und schwer und so, ne? Aber immerhin können wir uns am Ende rausporten, das ist doch schon mal was wert. Und wir müssen nicht gegen jeden dieser Gegner kämpfen. Das ist auch einiges wert. Also dafür liebe ich ja Stealth-Klassen. Ich habe auch vor, wenn wir dann diese ganzen Planeten-Quests dann mal machen, weil der Agent ist unsere letzte Klassenstory, dann machen wir ja mit Planeten-Quests weiter. Und dann mal wieder mal Cap und so. Vielleicht machen wir auch erst mal Cap mit irgendeinem Charakter. Ich schau mal, wie ich lustig bin.
Auch wieder so schön sortiert nach Republik und Imperium dann halt und nicht mehr in welche Klasse drin. Steht unter dem Logo nicht mehr die Klasse, sondern nur noch Makeb Imperium, Makeb Republik, Shadow of Revan Imperium, Shadow of Revan Republik. Auch mehrere Videos immer, ne? Jede Woche so eine Folge. Gerade Makeb und Revan und die ganzen Chapters und so, natürlich nicht alles in einem Video. Aber dass man wie so eine schöne Datenbank hat, die man dann später nochmal benutzen kann. Ich darf da natürlich nicht immer so viel Aktuelles reden, in diesen, wenn es dann diesen Datenbankcharakter haben soll. Aber andererseits, die Storys, da erinnert man sich dran. Da guckt man auf Stardom und denkt, ach guck mal, das war damals noch wichtig. Beispiel, wie ich in meinem Star Wars Republic Videos immer über irgendwelche politischen Themen geredet habe, weil halt da gerade mein Politikwissenschaftsstudium so aktuell war und ich habe halt einfach über die Sachen geredet. Achso, ne. Die ich spannend fand in dem Moment. Libyen-Krieg und sowas. Irak-Krieg und, ne, ihr wisst schon. Alles mögliche, Hauptsache Krieg. Heutzutage ist man froh, wenn man nicht mehr über Krieg sprechen muss. Es ist trotzdem beeindruckend, ne, wie sich so dieses Ganze, auch Nachrichtenmüdigkeit oder so. Für mich gab es ja damals nichts Wichtigeres, als immer am Ball zu bleiben und so. Und selbst ich, der ja auch jetzt so ein bisschen eher journalistisch arbeitet, hab dann immer mal wieder das Gefühl so, ach komm, jetzt können wir auch einfach mal eine Runde Star Wars Republic oder Fortnite spielen. Ich will eigentlich gar nicht mehr so viel von der Welt erfahren. Dann wiederum habe ich aber auch wieder Hoffnungsmomente, wo ich merke, die Welt ist vielleicht doch noch nicht verloren. Wenn so jemand wie Kamala Harris plötzlich zur Präsidentschaftskandidatin wird und dann auch noch so einen coolen Vizepräsidenten-Kandidaten wählt. Also das sind alles so Momente, die geben einem wieder Hoffnung. Und das ist doch auch mal was wert. So, wir sind endlich da. Ihr Bewusstsein ist eins, wie das eines Schwarms. Doch wo ist die Königin? Ihr habt nicht hier zu sein. Ihr seid nicht erwünscht. Es gibt keinen Grund, warum wir das nicht vernünftig bereden könnten. Sterbt in ihrem Namen! Wie sich herausstellt, gibt's trotzdem einen Grund. Die anderen sind schuld. Ja. Ja, dann kann ich keinen Schaden mehr machen. Ihr habt die Diener Kisazens angegriffen und damit euer Schicksal besiegelt. Ich mag sterben, doch sie wird niemals besiegt werden. Ich will keinen Kampf. Sprecht von eurer Meisterin. Kisazen hat mein Volk gerettet. Als Padawan kam sie nach Tasla und besiegte den Wirbeldrachen von Mdveshu. Sie war es, die die Nikto nach Taris brachte. Wir verdanken ihr unser Leben und euch werde ich nichts sagen. Ihr und euer Volk könnt weiterhin Kisazen dienen. Doch zuerst müsst ihr mich lehren, was sie euch lehrte. Also gut. Für Leben und Freiheit spreche ich. Doch ich werde sie nicht verraten. Wir kamen her, um die Geheimnisse des Ultrawellentransmitters zu finden. Einer Maschine, die Nasan Godera gebaut hat. Seine Signale sind das Lied der Rakgule. Er lenkt ihre Kolonien. Wenn alles bereit ist, werden sie ihre Armee sein. Eure Meisterin ist verrückt. Seht ihr das nicht? Ich muss ihren Geist nicht kennen. Der Ultrawellentransmitter wurde nie fertiggestellt. Das ist unsere Aufgabe, die der drei Auserwählten von Kisazen. Jeder hat einen Auftrag. Ich sollte hier im Labor von Dr. Dorant biologische Rakgul-Forschungsdaten sichern. Der Auserwählte Bokesh sucht nach Daten über Koloniebewegungen. Der Auserwählte Fenta sucht nach einer republikanischen Wissenschaftlerin. Dr. Jana Sell, die das Gerät vollenden soll. Schon bald werden sie triumphieren. Und Kisazen? Wo ist sie? Ich habe euch von meinen Brüdern erzählt, auf dass ihr im Kampf aufeinandertreffen mögt. Doch mehr werde ich nicht sagen. Verlasst Taris besser. Es wird ungemütlich werden. Ich bin Kisazen treu ergeben. Ich schulde ihr mein Leben. Und doch habt ihr euch ehrenhaft verhalten. Dies soll ein Zeichen der Ehrerbietung meines Clans sein. Feinde haben wir genug. Wir sollten Freunde rufen. Hier Legget an Chance. Es gibt ein Problem mit Kisazen. Hier Chance, ich höre.
Eine Rakul-Armee mit dem Ultrawellentransmitter aufbauen? Warum? Dann hat sie jetzt zwei Gruppen mehr, die ihr folgen. Eine ist hinter dieser republikanischen Wissenschaftlerin her und die andere hinter den Daten über die Rakul-Kolonien. Wir müssen uns aufteilen, wenn wir beide erwischen wollen. Wir müssen unsere Kräfte aufteilen. Ich werde versuchen, unsere Wissenschaftlerin vor den Nikto zu finden. Wenn diese Dr. Sell für die Kolonisten arbeitet, habe ich eine Chance. Ihr müsst herausfinden, wo sie die Scans der Rakul-Kolonien durchführen. Gibt es schon einen Plan? Ich habe eure Gespräche gehört und ich weiß, dass ihr mit einem Dr. Lokin Kontakt habt. Laut seiner Akte ist er ein Gespenst. 12 bestätigte Morde in über 30 Jahren und sonst nichts. Doch er ist Wissenschaftler und kennt den Transmitter und die Rakule. Ich sage nicht, dass ihr ihm trauen sollt, doch er könnte uns dabei helfen, die Nikto aufzuhalten. Chance Ende. Jedes Mal wieder bis da reinsappen. Na, ist ja gut, dass wir zumindest schon mal den Schnellreisepunkt dahin gelegt haben vor die Tür, weil jedes Mal da reinzulatschen ist auch schon lang genug. Wenn man dann jedes Mal noch bis hierhin latschen müsste, wäre noch schlimmer. Aber hier trinken, ich wollte gerade sagen, aber hier trinken kann man wenigstens sein Kleider nutzen. Nope! Don't be certain too soon. So. Morgen werde ich mal wieder einen kleinen Leseabend einrichten. Ich habe jetzt schon die ganze Woche nicht viel gelesen. Das tut so schlimm. Aktuell muss ich mal wieder mein Equilibrium finden und ein bisschen mehr lesen. Ich hatte jetzt eine Phase, wo ich sau viel gelesen habe. Und jetzt ist plötzlich wieder bei Null angekommen. Das ist irgendwie beeindruckend. Aber gut. Ist ja auch nicht so schlimm, aktuell ist eh ein bisschen Sommerloch, der Jedi-Cast hat Sommerpause. Falls ihr meine Videos guckt und gleichzeitig den Jedi-Cast hört und es noch nicht mitbekommen habt, nach der, was war das letzte? Acolyte? Nee, doch. Doch, nach der Acolyte-Folge haben wir jetzt erstmal Sommerpause. Wir kommen Anfang September dann zurück. Am 1. September, Freitag. Und dann geht's ordentlich weiter mit dem Jedi-Cast. Ziffer, ihr seid wohlbehalten zurück. Und ich fummle hier nur mit Nasan Goderas Ausrüstung herum und hole mir einen Stromschlag nach dem anderen. Wie peinlich. Ich muss eines wissen. Wenn ihr hinter Daten über Koloniebewegungen der Rakule her wärt, wo würdet ihr suchen? Welch außergewöhnliche Frage. Ziffer, wollt ihr etwa zu den Rakulen überlaufen? Ja. Ihr habt einen merkwürdigen Sinn für Humor. Nun, alles ist merkwürdig. Aber egal. Ich beschäftige mich in meiner Freizeit mit Rakulen. Wenn ich Koloniedaten wollte, würde ich ein Sensornetz errichten und Daten sammeln. Wenn ich kein Sensornetz hätte, würde ich die Sensoren der Siedler entlang der militärischen Frontlinien verwenden. Sie stecken voller Daten, die eure Freunde nur zu gerne hätten. Ihr könntet ihnen aber zuvorkommen. Ihr seid wirklich eine große Hilfe. Danke. Und das war noch nicht einmal alles. Mein eigenes Rezept für Kampfstimulantien auf Kolto-Derivatbasis. Ein Mittel, das euch noch tödlicher macht. Gegen diese Feinde werdet ihr es brauchen. Dann wollen wir hoffen, dass wir Kisa 10 von den Daten fernhalten können. Alles in Ordnung? So. Aha. Ja gut, es geht noch. Sind alle relativ schnell sogar durch Schnellreise zu erreichen. Gefällt mir. Da bin ich dabei. Das ist prima. Ich bin kein Fan von Säurenligern. Auch wenn ich vielleicht jetzt den Anschein erwecken haben mag. Ist übrigens interessant, ne? Mir wurde jetzt, also durch meinen neuen Job und so, wurde mir gerade erklärt, dass ich eine sehr gute Stimme für Moderation und Co. hätte. Und ich das, ob ich Sprachtraining gehabt hätte oder sowas. Aber ich dachte, das ist wahrscheinlich Learning by Doing tatsächlich so ein Begriff. Also erstmal ist mir das gar nicht so bewusst. Also ne, selber geht man ja auch meistens nicht diese, kommt meistens ja auch nicht diese Einsicht.
Aber es ist irgendwie logisch. Ich meine, ich mache seit 5 Jahren Podcast. Ich mache seit jetzt mittlerweile fast 12 Jahren diesen Kanal. Sagen wir mal, seit knapp 10 Jahren so halbwegs mit einer ordentlichen Ausstattung. Ich kann einfach vor einem Mikrofon, sobald ich vor einem Mikrofon sitze, rede ich auch anders. Das ist immer wieder beeindruckend, dass auch Leute, die mich länger kennen. Und so zum Beispiel mit... Alles in Ordnung. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal unseren Programmierer von JediBib getroffen habe im Real Life. Als es dann schon ein bisschen etablierter war, also 2018 haben wir uns mal getroffen, aber da war ich ja gerade ganz frisch im Team. Da hat auch noch niemand so groß in die Podcasts reingehört und so. Aber vom Team jetzt, da war es ja auch gerade mal 2 Ausgaben, da kam ja nur alle 2 Monate einer. Da war es noch nicht so, aber jetzt, wo wir uns dann wirklich mal so in Real Life zum Wandern und so getroffen haben, weil er jetzt nicht so weit weg wohnt von mir, wie wir festgestellt haben, ich war damals richtig beeindruckt. Ich dachte immer, what the fuck, du hast ja auch einen Dialekt. Ja, habe ich. Aber sobald ich vom Mikro sitze, ich weiß nicht, ob das vom Let's Play kommt oder was. Ich meine, ich mache ab und zu mal dann den Dialekt, wenn ich was unterstreichen will, ne? Aber das mache ich jetzt nicht den ganzen Tag. Das war jetzt eher sächsisch. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt es euch vorstellen. Kampfpheromone. Genau, deswegen. Also, das ist halt immer wieder beeindruckend, weil man selber merkt es ja gar nicht so. Also, ich gehe jetzt nicht aktiv in den Hochsprachemodus, wenn ich vor dem Mikrofon sitze. Das ist einfach antrainiert tatsächlich. Und was halt die Person, die das mir so vorgehalten hat bei meinem neuen Job, so ich dachte, was, du kannst da richtig gut kommentieren oder sprechen, meinte, ist halt, dass man Wörter nicht überbetont. Also, was ich ja immer bei unserem Podcast Leuten mitgebe, die jetzt nicht so oft dabei sind, oder auch generell beim JediBib Live habe ich es auch schon ein paar Mal gesagt, es gibt ja die Angewohnheit, dass ein Mensch, wenn er länger redet, immer stiller wird. Das ist ja eigentlich auch nicht so schlimm fürs menschliche Ohr, weil man ja der Person aktiv zuhören will. Jetzt haben wir es aber halt nämlich mit dem menschlichen Profisprecher, nicht mit einem menschlichen Ohr zu tun, sondern wir haben es mit einem elektronischen Aufnahmemedium zu tun oder einer elektronischen Aufnahmeversion. Das heißt, die kann nur die Wellen benutzen, die sie auch bekommt. Und wenn ich jetzt anfange, im brünstigen Intro oder die Musik ist so laut. Merkt ihr das auch? Ich lenke vom Thema ab und wollte damit kaschieren, dass ich nicht reden kann. wenn ihr jetzt anfangt, voller Inbrunst zu reden und dann, während ihr redet, immer leiser werdet am Ende, weil das in den letzten Buchstaben sind, ne? dann versteht der letzte Buchstaben niemand. Also, und das versuche ich so oft Leuten zu erklären und es funktioniert teilweise nicht. Und da frage ich mich so, aber das liegt scheinbar wirklich daran, dass es einfach eine Gewohnheitssache ist, dass ich das halt mir antrainiert habe, vielleicht habe ich das früher auch gemacht, dass man dann am Ende seinen Satz immer wegnuschelt. Aber das ist einfach nicht richtig. Also du musst im Satz ordentliche Punkte finden, wo du sagen kannst, hier betone ich wieder. Du darfst aber auch nicht jedes Wort übertrieben betonen. Sondern es muss halt aus dem Gesprächsfluss ersichtlich sein, aber darf halt auch nicht gleichzeitig übertrieben werden. Und das ist halt so ein bisschen so, ja, so ein Mittelweg. Und ich habe das jetzt keinesfalls, also ne, auch wenn mir attestiert wird, dass ich Sprachtraining vielleicht gehabt hätte, hatte ich nicht. Also alles, was ich jetzt sage, ist weder irgendwie von einer höheren Instanz so als Lehrprogramm irgendwie etabliert, also dass man das wirklich so lernt, wenn man Sprachtraining macht. Das ist einfach das, was ich mir so über die Jahre selbst erschlossen habe. Dass man halt immer wieder versucht, wenn ich was sage, wenn ich einen Halbsatz anfange, immer wieder mit der gleichen Tonhöhe einzusteigen und nicht sich irgendwo im Satz zu verlieren und dann immer weiter runter zu werden, bis man gar nicht mehr versteht. Deswegen, ja. So. Genug der Sprachtheorie. Lasst uns sprechen. Ihr Chance an Leggett. Hört ihr mich? Leggett an Chance. Ich habe Kisa 10s Diener aufgehalten. Sie werden keine Daten über Rakul-Kolonien bekommen. Fantastisch. Ich wünschte, ich hätte ähnlich gute Neuigkeiten. Ich möchte ja nichts sagen, aber er hat zum Beispiel genau dieses Problem. Deswegen muss ich ihn jetzt leider mal zu anhalten, lauter zu sprechen. Ihr müsst lauter sprechen. Ich empfange euch sehr schlecht. Ich bemühe mich, aber es geht mir nicht gut. Ich habe die Wissenschaftlerin gefunden, hinter der Kisa 10 her war. Sie war mit einem Treffen in den Ruinen einverstanden. Ich war unterwegs, als ich von imperialen Scouts entdeckt wurde. Ich konnte entkommen, aber ich blute stark. Ihr spracht von einem Treffen mit der Wissenschaftlerin in den Ruinen. Wo? Irgendwo in der Nähe. Ich erkläre es euch, aber ich muss ganz sicher sein. Passwort Onomatophobie. Ich sende euch an meinen Standort auf dem Gelände von Dynamite General. Koordinaten werden übermittelt. Ich bin auf dem Weg zu Dynamite General. Tut mir leid, Ziffer. Aber
So will ich nicht sterben. Sie können einfach nicht widerstehen. Doch ihr habt noch einen Geist. Ihr könnt noch denken. Es ist halt so cool gemacht, dass du Antwortmöglichkeiten wählst, die dann aber halt gar nicht gesagt werden, weil es halt nicht geht. Es ist so gut gemacht, es gefällt mir richtig, richtig gut. Ich liebe diese Story. Die ist so gut geschrieben. Weißt du, du hast ein Rollenspiel und die ganze Zeit hast du als Spieler die Wahl. Und alles, was du wählst, klar, die Antworten sind manchmal blöd zusammengefasst, auch gerade übersetzungsmäßig. Das heißt, nicht immer wird genau das gesagt, was du sagen willst, aber das ist bei Witcher und so ähnlich. Aber du hast zumindest immer so ein bisschen die Agency, also immer, du hast die Kontrolle darüber, was sagt meine Figur. Und dann spielt man einfach auch mit diesem Spielelement. Also man spielt mit dem Spielelement, das kann man tatsächlich so sagen, denn sie nehmen dir einfach diese Chance weg. Also du kannst plötzlich nicht mehr das sagen, was du willst. Und das gibt dem ganzen Rollenspielcharakter nochmal einen ganz anderen Flair, weil du ja deinen Charakter eigentlich so spielst und so anlegst, dass du mit ihm zufrieden bist. Und plötzlich kannst du das nicht mehr, weil du ja selbst als Spieler unter dieser Konditionierung leidest, mit deinem Charakter mit. Und das finde ich cool gemacht. Richtig gut. Sowohl, wie gesagt, narrativ, als auch einfach vom Game Design her. Chance, ich wollte euch sprechen. Danke. Ich bin nicht... Hört bitte zu. Yana Sel ist irgendwo hier. Die Wissenschaftlerin, die für Kisa 10 den Ultrawellentransmitter reparieren soll. Die Wissenschaftlerin trifft sich nur mit SID-Leuten. Nennt ihr das Passwort. Edelstein. Ihr seht nicht gut aus. Wie viel Blut habt ihr wohl verloren? Einen Liter? Zwei? Wenn ihr mich verbindet, schaffe ich... Wenn ihr mich verbindet, schaffe ich es zu einem Evakuierungspunkt. Passwort und... Onomat... Ihr habt mich gezwungen, hierher zu kommen. Also sollte ich euch sterben lassen. Aber das werde ich nicht. Könnt ihr laufen? Ich denke schon. Zu einer republikanischen Luftbrücke werde ich es schon schaffen. Ich danke euch. Und jetzt findet die Wissenschaftlerin. Beschützt sie vor Kisa 10. Ihr habt ihn am Leben gelassen. Er hat nun zwar noch die Kontrolle, doch er traut euch. Nützlich. Ständig höre ich eure Stimme. Wie kann das sein? Gutes Gespräch. Dr. Yana Sel, ich bin vom SID, Passwort Edelstein. Ihr wolltet euch mit uns treffen. Keine Bewegung. Ihr... Ach, ich weiß ja nicht mal, wie man so ein Ding abfeuert. Das habe ich gemerkt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin, euch zu sehen. Ich verstecke mich seit Wochen vor diesem Jedi. Wart ihr die ganze Zeit in diesem Loch versteckt? Fast. Ich habe mich von Notrationen ernährt und von einer essbaren Salbe, die nicht mal die Rakgule anrühren. Ich möchte euch etwas zeigen. Ein Beweis, den ich aufbewahrt habe. Dr. Sel, ihr habt mir nicht geantwortet. Ihr enttäuscht mich. Die Jedi haben Pläne für die Rakgule. Doch ohne eure Unterstützung komme ich nicht weiter. Ergebt euch den Nikto, oder ich kümmere mich persönlich um euch. Sie ist kein Jedi. Sie hat schon Dr. Vernon und Professor Vral auf dem Gewissen, weil sie irgendeinen Transmitter nicht reparieren konnten. Ich bin die letzte Rakul-Expertin auf Taris. Könnt ihr mir sagen, wo sie ist? Nein, und wenn ich hier rausgehe, findet sie mich. Wenn das für euch ist, ich kann warten. Was ist denn? Ziffer. Ich störe nur ungern. Aber ich denke, ich habe eine Lösung für euch... Und Dr. Sel. Geht das auch genauer? Ich möchte zuerst mit der Wissenschaftlerin sprechen.
Wer ist das? Dr. Eckhart Logan. Ich werde euch helfen und mich an eurer Stelle gefangen nehmen lassen. Das kann nicht euer Ernst sein. Doch, Doktor. Ich habe eure Vorlesung über xenometamorphe Epidemiologie gesehen. Ein Geist wie eurer sollte in Sicherheit sein. Ein Fan. Stellt euch vor, dieser Zeh nimmt mich gefangen und bringt mich zum Ultrawellentransmitter. Ich sende euch ein Signal und ihr findet alles, was ihr wollt, und zwar an einem Ort. Würde Kieser 10 euch glauben, dass dieser Mann euer Assistent ist? Was ist der Unterschied zwischen dem Hirano-Stamm des Rakul-Virus und der Bozan-Variante? Abgesehen von der anhaltenden Debatte über den phänotypischen Polymorphismus? Sie wird es glauben. Doktor, bitte nehmt über einen ungesicherten Kanal Verbindung zu den Behörden auf. Sagt ihnen, dass euer Assistent bei diesen Koordinaten ist und gefunden werden muss. Es ist euer Leben, das auf dem Spiel steht. Seid vorsichtig, beide. Eine Sache noch. Sobald ich gefangen genommen wurde, versucht die Republik wahrscheinlich, mein Signal zu stören. Ich schlage vor, ihr nutzt die Zeit, um ihre Störstationen zu sabotieren. Wenn ihr fertig seid, bin ich sicher schon in feindlichen Händen. Schiss sind aber auch eine geile Spezies, ne, irgendwie. Diese blaue Haut sieht irgendwie auch cool aus, muss man immer wieder sagen. Ich habe ja damals auch Immortals Phoenix Rising erstmals durchgespielt, auch mit einem Blau, also du konntest ja normale Hautfarben von hell bis dunkel und dann eben Blau, Grün und Rot als Hautfarben nehmen, weil es jetzt so ein bisschen, ne, extra war mit dem ganzen, na, mit dem ganzen ja, Spezies-Ding, du warst ja eher so ein Halbgott. Also du konntest halt auch einfach nicht menschlich sein, sozusagen. Und zumindest halt eine spezielle Hautfarbe haben als Mensch. Da habe ich ja auch einen, es war ja auch ganz cool, weil ja die Hauptfigur im Deutschen von Ezra Bridger Synchronsprecher gesprochen wird. Ich weiß gerade leider nicht, wie er heißt, aber vom deutschen Synchronsprecher von Ezra Bridger wird auch die Hauptfigur in Immortals Phoenix Rising, übrigens ein Spiel, was ich immer empfehlen kann, das werde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal streamen. Ich habe tatsächlich jetzt überlegt, ob ich mal wieder anfange zu streamen. Ich habe es mir aber für den Winter aufgehoben. Gerade auch, weil ich ja wahrscheinlich dann jetzt Ende August sowieso mit Star Wars Outlaws erstmal wieder ein bisschen mehr Content habe als aktuell. Und jetzt noch ein Stream-Projekt parallel anzufangen, ist halt einfach Schwachsinn. Also ich hebe mir das für Herbst mal auf. Dann müssen wir auch irgendwann mal noch Assassin's Creed Shadows durchspielen. Angehen. Ich habe ja schon mal, habe ich schon mal erwähnt? Ich glaube, ich habe es mal kurz angerissen. Ich werde das ja nicht live oder nicht direkt zum Release spielen können für euch auf meinem Kanal. Also nicht irgendwie gleich am ersten Release-Tag. Am 12. ist ja frühzeitiger Zugang bis jetzt, denn ich bin vom 11. bis 22. in München von der Arbeit aus. Und da ist es einfach nicht möglich, logischerweise. Also ich meine, das ist jetzt nicht so überraschend, dass ich in München nicht auf meiner Playstation mit allem Möglichen zusammen Let's Play einfach auf die Beine stellen kann. Deswegen, ja, das kann ich auch nicht schieben, das ist fix, der Termin. Alles in Ordnung. Daher... der Disclaimer schon mal, aber dann können wir damit zumindest mal loslegen. Irgendwann dann so Ende November, Anfang Dezember. Das ist doch, glaube ich, ein cooles Projekt, was man so mal einmal die Woche ein bisschen spielen kann. Mal schauen, ob ich selber auch nur einmal die Woche Lust dazu habe. Also, das sage ich jetzt so leichtfertig, einmal die Woche ein bisschen spielen. Ziffer, Dr. Loken hier. Ich hoffe, ihr empfangt mich, weil das meine letzte Chance ist. Ich bin in der Basis von Kieser 10. Sie und Ihre Leute sind in einem verlassenen Tunnelsystem im republikanischen Hauptkomplex untergebracht. Der Ultrawellentransmitter ist hier. Wenn ihr eintrefft, tue ich mein Bestes, um Sie abzulenken. Aber beeilt euch bitte. Hm? Aber das hat der Großmap nicht angezeigt, komisch. Genau, aber dann wisst ihr Bescheid schon mal. Also Assassin's Creed Shadows wird es nicht direkt zu Release bei mir geben. Ich werde es aber 180 Millionen prozentig capturen, weil Assassin's Creed ist halt neben Star Wars mein Hauptfokus. Also ich habe ja jedes Assassin's Creed Spiel irgendwann mal nachgeholt, als Let's Play oder Stream. Valhalla immer noch nur als diese Story-Videos, wobei ich sage nur ist Schwachsinn, weil das ist mehr Aufwand, weil du ja sowieso alles spielst.
und das dann auch noch schneiden musst. Und du musst ja dann auch noch spielen, wie es für das Story-Video passt. Also je länger du spielst und dabei Nebensachen machst, die dann am Ende aber gar nicht ins Video kommen, musst du ja wegschmeiden und desto mehr musst du sichten. Das heißt, ich habe immer so gemacht, ich habe die Region gespielt, die Story, und dann die restliche Region erkundet, dadurch genug gelevelt, um das gleiche dann bei der nächsten Region zu machen. Erst die Story, dann erkunden oder andersrum, ich weiß gar nicht mehr genau wie. Ob ich erst die Region erkundet, ist ja im Endeffekt auch egal. Aber also es ist auf jeden Fall mehr Aufwand, solche Story-Sachen zu machen. Werde ich jetzt auch bei Shadows nicht machen, weil ich tatsächlich einfach das Labern beim Spielen besser finde. Ich weiß, Story-Videos sind immer geil und ich werde es bei sowas wie Jedi Fallen Order, Jedi Survivor, gerade das Video von Jedi Survivor auf dem JediBip-Kanal, was bald 30.000 Aufrufe hat, das ist natürlich auch geil, ne? Das fühlt sich auch cool an, wenn du dich da wirklich reinhängst, schneidest ein 6-Stunden-Video oder schneidest insgesamt 15-Stunden-Material auf 6 Stunden runter und hast dann am Ende ein Video, was auch noch gut performt, das ist natürlich mega cool. Also das kannst du ja nicht leugnen. Das gibt dir natürlich auch ein bisschen Auftrieb und sagt dir, okay, das hat sich gelohnt, was du da getan hast. Aber das kann ich halt jetzt nicht immer machen. Und will ich auch nicht. Warum sollte ich? Also. Genau, deswegen bleibe ich schon bei meinen Leisten sozusagen. Mein Hauptfokus ist einfach das Let's Play. Ich weiß, es ist heutzutage nicht mehr so in. Besser wären so kurze Videos, die man auch so ein bisschen zusammenschneidet und so. Aber mein Hobby, ich habe damals angefangen mit Let's Plays und ich bin da, wenn auch nicht so erfolgreich zum Glück. Was heißt zum Glück, aber ne, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe hier Höhenflüge oder so. Aber ich bin da halt wie Kong, ich möchte meinen Stiefel durchziehen. Und Kong streamt halt mittlerweile mal ein paar Sachen auch, aber er bleibt dabei. Die Videos sind Videos, so wie sie von Anfang bis Ende geschnitten sind. Und in der Mitte wird nicht viel rum editiert und so finde ich das immer noch einen coolen Ansatz. Und den möchte ich auch, wie gesagt, beibehalten. Mein Wort zum Samstag wieder sozusagen. Was mir gerade auch auffällt, muss unbedingt am Ende dieser Folge mal wieder ein paar Rüstungsteile shoppen, weil wir kriegen langsam echt ganz schön auf den Deckel. Ich habe aber auch wahrscheinlich wieder Sachen an, die unter aller Sau sind. 34, ja. Okay, Level 34 ist schon ziemlich weit unterlevelt. Basiskommando an Leggett. Ich habe gerade von Agent Chance gehört. Er ist schwer verletzt. Ihr tragt nun die Hauptverantwortung für diese Mission. Wird Chance wieder gesund? Er wird überleben. Ob er irgendwann wieder seinen Dienst antreten kann, weiß ich nicht. Passwort Onomatophobie. Euer neues Ziel besteht darin, Kisa 10 den Ultrawellentransmitter abzunehmen. Ich möchte immer noch, dass der Jedi ausgeschaltet wird, wenn möglich. Aber das ist jetzt nicht unser Hauptanliegen. Warum ist der Ultrawellentransmitter so wichtig? Das braucht euch nicht zu kümmern. Bringt ihn einfach nur her. Möge die Macht mit euch sein. Basiskommando Ende. Das klingt fishy. Oh, schon wieder 8 Kilometer. Und am Ende der Straße ist mein Haus. Am See. Ich hab Schluck auf. Und singen deswegen nicht mehr Ché. Da war wieder ein bisschen Dialekt. Ach ja. Aber ansonsten ist eigentlich aktuell alles geil. Also Star Wars Outlaws freue ich mich tatsächlich drauf. Ich werde jetzt diese Woche kommt noch eine Folge auf jeden Fall von Star Wars Republic. Offensichtlich nehmen sie ja gerade auf. Nächste Woche noch und dann ist die Woche vor dem Release, ne? Dann wahrscheinlich da auch noch. Aber die Star Wars Republic Stronghold Show wird voraussichtlich dann wahrscheinlich nicht kommen, weil da haben wir genug mit Star Wars Outlaws. Und vielleicht bleibt da nochmal ein, zwei Wochen noch das hier weg. Ich muss gucken, wie ich es mit Outlaws mache. Es ist ja aktuell auch noch die Frage, kriegen wir einen Review-Code, kriegen wir keinen. Wenn wir einen kriegen, also von JediBip aus, dann werde ich wahrscheinlich schon lange vor Release aufnehmen und das ganze Zeug dann ausspielen, sobald man es veröffentlichen darf. Wenn nicht, werden wir wahrscheinlich so um Release rum ein bisschen streamen, da habe ich auch Urlaub. Da dürfte das kein Problem sein. Aber das sehen wir dann alles. Das sind Zukunftsgeschichten. Das Lied des Universums wird gestört. Seid auf der Hut. Lustig. Als Denikto sagte, jemand wäre hinter mir her, dachte ich eigentlich, er wäre klug genug, auf Abstand zu gehen. Wir haben viel zu besprechen. Wie wäre es, wenn wir die Waffen beiseite legen? Er ist es. Er hat meine Brüder getötet. Ruhig, Fenta. Wir haben nichts zu besprechen.
Ich bin kurz davor, diesen erbärmlichen Planeten zu erobern. Und dann, wenn dieser Ort mir gehört, nehme ich meinen Kult und meine Rakgule und erschaffe mein kleines Paradies für alle, die mir ihre Treue schwören. Ich dachte, Jedi sollen leidenschaftslos sein. Das habe ich versucht. Es hat mich gelangweilt. Kutogi Kumpa, Chiji no Liamakichisa. Nicht jetzt! Ich werde mich um euch kümmern. Ich werde euch töten. Und dann mache ich mich wieder an die Arbeit. Immer schön langsam. Ach, das ist nur eine starke. Ich dachte, das ist eine... Okay, na, dann hätte ich mir den Heldenmoment vielleicht auch ein bisschen overreacting. Aber gut. Oh, ihr erbärmlicher Betrüger. Die Nikto sagten bereits, dass ihr gut wärt. Aber ich bin immer noch ihre Erlöserin. Wenn ich fort bin, werden sie das Todeslied von Treshalu singen. Was sagt ihr dazu? Ihr seid stark, ehrgeizig und zeigt keine Loyalität der Republik gegenüber. Es gibt einen Platz für euch im Imperium. Seid ihr deshalb den ganzen Weg gekommen? Ihr verfolgt mich, als würdet ihr mich wollen und zerstört alles, was ich habe. Nur um mich zu rekrutieren, wenn ich am Boden bin? Erzählt mir nicht, dass ihr nicht geschmeichelt seid. Das habe ich auch nicht gesagt. Ihr seid nicht wie die meisten Männer. Die Nikto sind zu ergeben, die anderen Jedi sind zu langweilig. Ich muss sagen, ihr habt euch meinen Respekt verdient. Klingt, als hätten wir eine Abmachung. Ihr werdet groß, böse und mächtig und ich kriege den Ultrawellentransmitter. Sollen wir feiern? Ich denke, das sollten wir. Uiuiui, alles für die Mission. Aber das ist immer noch eine der effektivsten Methoden der Erpressung. Vielleicht meldet ihr euch mal bei mir, sobald ich zu Darth Zazen ernannt wurde. Die Nikto werden eure Bezahlung wieder beschaffen. Aber ich muss gehen, bevor die Republik nachsieht, was hier eigentlich los ist. Bosca Stupa! Wie erfrischend. Ziffer, hoffentlich habt ihr nichts dagegen, dass ich mich selbst befreit habe. Ich wollte mir Kisazens Forschung ansehen. Ihr habt von Anfang an Spielchen mit mir getrieben. Jetzt ist meine Geduld am Ende. Ja, ich wollte die Wogen glätten, indem ich den Ultrawellentransmitter für euch besorge. Aber offensichtlich hattet ihr die Hilfe nicht nötig. Euer Geruch ist rein menschlich. Wie geht das? Ihr seid verständlicherweise misstrauisch. Sobald wir uns von der republikanischen Armee entfernen, werde ich all eure Fragen beantworten. Keine Verzögerungen mehr, Doktor. Erklärt es mir. Dann die Kurzfassung. Ja, ich habe euch benutzt, um Daten über die Rakgule zu sammeln. Kisa 10 hat Forschungsmaterial gesammelt, und ihr wart hinter Kisa 10 her. Und wie ihr seht, verwende ich diese Daten für ein Nebenprojekt. Ich finde das Rakgul-Virus anregend. Schickt ein Team rein. Irgendwas stimmt da nicht. Das ist dann wohl die Republik. Können wir das später fortsetzen? Wenn ihr verschwindet, werde ich Jagd auf euch machen. Ich glaube euch. Wir treffen uns bei der Basis. Ah, es ist eine andere Basis, die Hauptbasis jetzt, okay. Ich habe schon gedacht, jetzt wäre fast zum anderen gereist. Hm? Gefährlich, gefährlich.
Taris muss prächtig gewesen sein. Vor langer die Zeit. Die Zerstörung von Taris hätte eigentlich eine träumen. Einfache Aufgabe sein sollen, Sir. Ich hätte ja so Bock auf dieses KOTOR-Remake, aber es wird wahrscheinlich nie kommen. Ich kann das alte Spiel einfach nicht spielen. Es tut mir so leid, ich will es so gerne. Es ist so ein Klassiker, aber ich komme einfach nicht drüber weg, diese Grafik anzugucken. Ich möchte ein Remake, bitte. Es ist so ein gutes Spiel, aber... Ich habe auch gerade schon mal ein Let's Play komplett geguckt, aber selber spielen kann ich einfach nicht. Ja, mal schauen, vielleicht gibt es mal irgendwo einen coolen HD-Mod oder so, den Sicher. Ich mal ausprobieren kann. Ich möchte einen Vorschlag machen. Wir beide sollten 5 Minuten lang so tun, als würden wir uns gegenseitig trauen. Spielen wir mit offenen Karten. Keine Lügen, keine versteckten Aufzeichnungen, nur die Wahrheit. Sagt mir doch als erstes, warum ihr auf Taris seid. Wie ich euch bereits sagte, kam ich nach Taris, um meine Studien über Rakghule zu vertiefen. Kisa 10 stahl die Forschungsdaten, die ich haben wollte. Mein Ziel war eine perfekt angepasste Variante des Rakghul-Virus. Zugeschnitten auf meine eigene genetische Struktur, ist damit eine willentliche Verwandlung zwischen Mensch und Rakghul möglich. Ihr habt mir gesagt, dass ihr vom imperialen Geheimdienst hierher geschickt wurdet, um Nasan Goderas Labor zu katalogisieren. Das war eine Lüge. Ich arbeite offiziell zwar für den Geheimdienst, aber das hier war ein privates Projekt. Ihr seid aber auch nicht im Auftrag des imperialen Geheimdienstes hier. Ich lasse mir nicht gerne Verrat vorwerfen, Doktor. Verzeiht mir, aber ihr habt sehr ungewöhnliche Kontaktpersonen und ihr sucht nach dem Ultrawellentransmitter. Ziffer, ich weiß, dass es ein notwendiges Übel sein kann, ohne offizielle Erlaubnis zu agieren. Doch angesichts dessen, was wir voneinander wissen, halte ich es für klug, in eurer Nähe zu bleiben und eine Allianz der gegenseitigen Zerstörung vorzuziehen. Ich bin nicht sicher, ob ich verstehe, was ihr wollt. Wir könnten natürlich beide zu unseren Vorgesetzten gehen und die Geheimnisse des anderen ausplaudern. Doch wem nützt das? Ihr lasst mich meine Forschungsdaten auf euer Schiff mitnehmen und ich steuere meinen Anteil bei. Außerdem brauche ich eine Beschäftigung, wenn Kisa 10 außer Gefecht gesetzt ist. In der Crewkabine ist Platz, aber richtet euch nicht fest dort ein. Ich packe nur meine Sachen zusammen und komme dann an Bord. Oh, eine Sache noch. Wegen des Ultrawellentransmitters. Wisst ihr, dass Nasan Godera dafür bekannt war, dass er in seinen Geräten Geheimnisse versteckte? Verschlüsselte Codes, Pläne für vergessene Projekte. Nur nebenbei, wir sehen uns. Ein seltsamer Mann. Und irgendetwas ist in seinen Augen. Wir werden ihn beobachten. Eckhard Lokin. Geschlecht männlich, Spezies Mensch, Alter 65 geschätzt. Schlaue Lösungen, vorausschauendes Denken, Technologie und Pragmatismus. Abneigungen, Ideologie, Aufrichtigkeit, selbstsüchtige Taten ohne langfristig positive Auswirkungen. Primärwaffe, Blasterpistole. Persönliche Geschichte. Alter und Familienname deuten darauf hin, dass Lokin während der Vorkriegsjahre auf Turmund Kass geboren wurde. Daten, die während der Operation Freier Fall erlangt wurden, erwähnen einen Dr. E. Lokin, der als wissenschaftlicher und medizinischer Berater der Militärpolizei in Kass City während dieser Zeit gearbeitet hat. Es sind keine Bilder vorhanden. Erste bestätigte Sichtungen während des Einstiegs in das imperiale Schlachtschiff Warhammer Lokin war unter den Individuen an Bord, die der Gefangennahme entgehen konnten. Interessanterweise stand er nicht auf der Crewliste. Erste Identifizierung als Tüftler 15 während der Operation Rote Zelle. Siehe Heuchpostentranskripte. Seitdem sporadische Sichtungen und Erwähnungen der Benennung Tüftler 15. Analyse. Bei genauerer Betrachtung der Operation, an denen Lokin beteiligt war, ist ein Muster erkennbar. Jedes Mal, wenn er auftaucht, geschieht etwas Großes und wir finden nicht heraus, welche Rolle er spielt. Er ist professionell, ein Meister seines Fachs und sehr verstohlen. Wir wissen, dass er manchen seiner Kollegen auf die Nerven geht, doch nicht einmal seine Mitagenten konnten uns bei Verhören nützliche Informationen geben. Anmerkungen von Harson Nild, Direktor der Kernweltoperation, ob Lokin noch im aktiven Dienst ist. Ich glaube, vor langer Zeit etwas von einem Biologen Tüftler gehört zu haben, aber ich dachte, er wäre schon seit Jahren im Ruhestand. Dann wollen wir auf unser Schiff. Und unser neues Crewmitglied willkommen heißen, sowie ein Update an unsere beiden, mittlerweile ja beiden, Auftraggeber zu geben. Und keinen von den beiden, doch einen von den beiden können wir die Wahrheit sagen. Der anderen Seite nicht. Gucken, wer jetzt mit uns sprechen will.
Ob es Arden Koff ist oder Aufseherin? Na, keiner. Es ist in eurem Kopf. Das dürft ihr nicht zulassen. Leggett an Basiskommando. Ich habe den Ultrawellentransmitter geborgen. Hier Basiskommando. Verbinde das Godera-Gerät mit eurer Schnittstelle. Ich werde runterladen, was ich brauche. Mir wurde berichtet, dass Kisa 10 von Taris entkommen ist. Hat eine Fähre genommen und ist unterwegs in den imperialen Raum. Sie hatte zu viele Wachen. Als ich zu ihnen vorgedrungen war, hieß es, sie oder der Transmitter. Verdammt. Nicht jeder ist zum Jedi geeignet. Der Orden fordert ihr Scheitern nahezu heraus. Und dann... Der Download ist abgeschlossen. Hoffen wir, dass das Genie, das in diesem Ding steckt, uns hilft, diesen Krieg zu gewinnen. Euer Schädel zerbricht. Könnt ihr es hören? Ihr seht nicht gut aus, Leggett. Nehmt euch ein paar Tage frei. Meldet euch bei euren Bossen. Wir werden bald einen neuen Auftrag haben. Könnt ihr sehen? Ziffer 9. Leggett. Austauschbarer Agent. Es ist eine Weile her seit der Schattenstadt. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann kaum denken. Was ist hier los? Als ihr mich auf Nar Shaddaa getroffen habt, war ich als Wächter X designiert. Ehemals Wächter 5, ehemals Beobachter 8. Ich habe euch operiert. Erinnert ihr euch? Ein Chip in eurer Wirbelsäule, um eure Lebenszeichen zu verbergen. Vielleicht ist es der Chip, über den wir jetzt reden. Oder vielleicht ist es der Stress? Doppelagent, Dreifachagent. Der Schaden an eurem Verstand durch die Gehirnwäsche. Nur der SID weiß von der Programmierung. Ich kann nicht mal darüber reden. Ich bin auch schon in eurer Lage gewesen. Gefangen durch die Gehirnwäsche, gezwungen sie zu untergraben. Ich habe euch gewarnt, dass man mit euch das Gleiche machen würde. Den SID trifft keine Schuld. Wir wissen beide, dass ihr schon programmiert wart, als ihr zu ihnen kamt. Die Republik verfügt nicht über die notwendige Technologie. Gehirnwäsche ist eine Wissenschaft des Imperiums. Ja, Sklavenseeren, Gentechnik, Killikpheromone. Aber das hier erkenne ich nicht. Wenn ihr Freiheit wollt, wenn ihr Rache wollt, brauchen wir mehr Informationen. Der imperiale Geheimdienst wird auf Drum und Kaas Aufzeichnungen haben. Holt eure persönlichen Unterlagen aus dem Archiv der Zitadelle. Stellt sicher, dass euch niemand sieht. Ihr habt jetzt keine Verbündeten. Die Werte sind stabil. Ah, unser Patient ist wach. Ich habe euch auf dem Boden gefunden. Ihr seht schrecklich aus. Kallio, ihr wisst immer, was ihr tun müsst, damit ich mich besser fühle. Gab mal einen Typen, Yono, der hat genau das Gleiche gesagt. Toller Körper. Springt nur nicht so mit mir um wie er. Ist eine Weile her, dass ich Schiffsarzt gespielt habe, aber irgendetwas ist hier komisch, Ziffer. Okay. Ich würde tatsächlich aber sagen, wir machen das in der nächsten Folge. Denn wir sind schon über einer Stunde jetzt wieder dabei. Also es ist echt beeindruckend, wie umfangreich die Agentenstory ist. Wir haben eine komplette Folge für das Finale von Akt 1 gebraucht. Und das haben wir auch wirklich gebraucht. Letzte Folge war vielleicht ein bisschen kürzer, aber auch über eine halbe Stunde. Und das war auch nur so ein Übergangsding. Taris war der erste richtige Planet in Kapitel 2. Und jetzt kommt schon wieder so ein Zwischending. Also es kommen ja immer zu Zwischendingern zwischen jedem Planeten. Das ist echt beeindruckend. Also von daher bin ich gespannt, wie es weitergeht. Für heute war es das. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. In der nächsten Folge finden wir heraus, was es mit unserer Konditionierung auf sich hat, nicht auf uns. Und ja, dann hoffe ich, ihr schaltet wieder ein. Hat jedenfalls wieder Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, ein schönes Wochenende noch. Und bis nächste Woche, Samstag. Haut rein, macht's gut und ciao.